Auch 2017 hat die International Police Association Verbindungsstelle Bruckmütz-Zuschlag zum traditionellen IPA-Treffen eingeladen. An insgesamt 4 Tagen absolvieren IPA-Mitglieder ein umfangreiches Rahmenprogramm, wobei als Höhepunkt dieses Treffens der IPA-Ball gewertet wird. Der Ball ist natürlich immer der Höhepunkt dieses 4-tägigen Treffens, internationalen Treffens. Und wir freuen uns auch jedes Jahr, dass wir hier in Krieglach im Veranstaltungszentrum sein können. Es sind in diesem Jahr ungefähr 30 Gäste aus dem Ausland hier und wir haben erstmals auch IPA-Gäste aus Tirol. Mit dem Einmarsch der Ehrengäste und anschließenden Begrüßung durch den Obmann der Verbindungsstelle Bruckmütz-Zuschlag, Walter Rosanitz, sowie Alles Walzer vom Obmann-Stellvertreter Peter Scher, war der 52. IPA-Ball im Veranstaltungszentrum Krieglach eröffnet. Im Namen von unserem Ballobmann, den Herrn Klaus Ulrich, wünsche ich euch und Ihnen und mir und uns einen schönen Ballverlauf. Und eröffne somit Ball und das Tanzpaket mit Alles Walzer. Dankeschön. Das ist, man muss sagen, ein Höhepunkt da in unserer Ballsaison, dass der IPA-Ball bei uns hier in Krieglach im Veranstaltungszentrum stattfindet und wir freuen uns einfach. Und man merkt auch, dass sie sich da sehr wohl fühlen und jedes Jahr wieder zu uns kommen. Wir sind heuer das erste Mal hier in der Steiermark beim IPA-Treffen, weil unsere Freunde wie der Walter, die waren letztes Jahr bei uns in Tirol, bei unserer großen Veranstaltung und das ist ein Gegenbesuch. Oder wie es der Gründer International Police Association genannt hat, ist eine internationale Polizeivereinigung, eine Berufskameradschaft, die vor über 60 Jahren gegründet wurde und die Zusammenarbeit von Polizeibeamten europaweit und weltweit in der Zwischenzeit bezweckt. Die Probleme, die auf die Polizei zukommen, sind überall die gleichen. Und die Lösungen sind anders, die Wege sind verschieden und das wollen wir kennenlernen und diskutieren. Der Ball bedeutet, die Ehre zu haben, dabei zu sein. Und der Spruch der IPA, Servo ver Amicheco, heißt, in Freundschaft dienen. Dienen einerseits nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen. Und daher ist, glaube ich, dieser Wahlspruch auch für den ganzen Ball heute. Wir alle müssen zusammenhelfen, dass so ein wunderbares Highlight entstehen kann. Erstmals beim IPA-Ball Seelsorger Peter Weberhofer. Ich bin Seelsorger für die Polizei in der Steiermark und bin auch zusätzlich auch noch bei der IPA. Seelsorger, Seelsorger ist eine schöne Aufgabe, schauen, dass die Seele im Gleichgewicht bleibt. Leib und Seele gehören zusammen. Wenn die Seele im Gleichgewicht ist, dann geht es auch dem Körper besser. Und die Seele ist oft in unserer Zeit hin und her getrieben, wankt und schwankt. Und da schaue ich, dass es der Seele dieser Menschen gut geht. Bis 4 Uhr früh hatten die Zerlacher Musikanten den 52. IPA-Ball musikalisch im Griff. Und es war nicht zu überhören. Man freut sich auf den 53. IPA-Ball. Der Sozialhilfeverband Bruckmütz-Zuschlag richtete den 11. Altenpflegekongress aus. Mehr als 600 Teilnehmer verfolgten interessiert die neuesten Erkenntnisse in der Altenpflege. Da muss man sagen, die zweite Medaille dieser Industrie- und Forschungsregion ist immer auch das Sozialsystem. Und dazu müssen wir auch beitragen und dafür müssen wir sorgen, dass es weiter funktioniert. Es fällt auf,
dass man Leuten zum Geburtstag gratuliert und nicht zum 50., sondern zum 95. und 100. Ja, ich habe heute über die Margarete Graf gesprochen. Sie ist zu Weihnachten, rund um Weihnachten verstorben. Sie war 103 Jahre alt. Also die Lebenserwartung steigt und das ist eigentlich ein wunderbares Zeichen unserer Gesellschaft. Älter werden, fit und gesund bleiben, ist das Credo der Mediziner und Altenbetreuer. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Also im 19. Jahrhundert ist es wahrscheinlich darum gegangen zu überleben, im 20. Jahrhundert eher länger zu leben und jetzt im 21. Jahrhundert geht es darum, möglichst lange gesund zu leben. Da gebe ich Ihnen recht. Martin Sprenger ist eher ein atypischer Schulmediziner. Seine Philosophie richtet sich vor allem auf das Selbstständigsein und Tun der älteren Menschen. Naja, das ist eine Hypothese. Ja. Also prinzipiell stimmt schon. Ja. Also wir leben nicht nur länger, sondern wir leben auch immer länger gesund. Ja. Aber es gibt riesige Unterschiede in der Bevölkerung. Ja. Also es gibt große Unterschiede zwischen gebildeteren Gruppen und weniger gebildeten Gruppen, sozial schwachen und einkommensstarken Gruppen. Also die Unterschiede werden immer größer. Ja. Aber ich gebe Ihnen schon recht. Ja. Also insgesamt der Trend geht also eher ins Richtung Positive. Ja. Auch für den Mediziner steht es interessant und eine Herausforderung. Ich bin eher untypischer Mediziner, ja, aber ich glaube, die Herausforderung ist eher, dass man im hohen Alter die Perspektive ein bisschen ändert, ja, was gesund ist und was eben nicht gesund ist. Dem Geschäftsführer des Sozialhilfeverbandes gelingt es immer wieder, Teilnehmer und Zuhörer aus dem In- und Ausland zu gewinnen. Wenn wir diese Veranstaltung im Internet ausschreiben, ist normalerweise nach 2 oder 3 Wochen ist die Veranstaltung ausgebucht. Wir haben sehr viele Stammgäste und das heißt, dass die Leute dieses Angebot sehr, sehr gut annehmen und sehr gerne zu uns kommen. Interessant waren die Erfahrungen so mancher Teilnehmer im Auditorium. Naja, für mich ist es wichtig, dass ich jährlich hier auf diesen Kongress komme. Ich unterrichte pflegealte Menschen. Und insofern ist es von hoher Priorität, dass ich diese neuen Erkenntnisse, Werte, Ethik, all diese Aspekte auch in den Unterricht integriere. Und deshalb komme ich auch hierher. Ja, eigentlich sehr viele Informationen möchte ich mir da herausholen wieder. Es gibt immer wieder was Neues, man lernt immer wieder was dazu. Und es ist auch so, dass man sich austauschen kann, weil andere Kolleginnen auch da sind und dann kann man sich austauschen und man findet auch wieder neue Produkte. Frauen und Männer gleichermaßen teilen sich die Aufgaben im Sozialhilfeverband. Es ist überhaupt sehr spannend, das ist für mich jetzt eigentlich der erste, an dem ich selbst teilnehme. Auch der Brucker Bürgermeister als Gastgeber dieses Kongresses erkennt die Tragweite solcher Veranstaltungen. Soziales kostet natürlich auch, aber da muss man immer wissen, dass dieses Geld ja wirklich bestens verwendet ist, weil es in erster Linie jenen Menschen zu Hilfe kommt, denen es nicht so gut geht im Leben. Und Gott sei Dank haben wir in Österreich ein sehr, sehr gutes soziales Netz und die Gemeinden und Städte leisten natürlich auch einen entsprechenden Beitrag dafür. Dem 11. Altenpflegekongress folgt mit Sicherheit im nächsten Jahr der 12. Altenpflegekongress, wieder in der Bezirksstadt Bruckmetz-Zuschlag. Herzlich willkommen bei Jarbacher, Leoben, Schwammerturm, Bruck an der Mur und Lietzen. Das Wichtigste zuerst, verschenken Sie nicht Ihr Altgold, sondern fragen Sie gleich den kompetenten Sachverständigen, bevor Sie Ihre wertvollen Gold- und Silberstücke verkaufen möchten. Jarbacher, Leoben, Bruck und Lietzen bieten Ihnen gratis Schätzung und Barzahlung bei Ankauf. Auch Bilder, Uhren, Möbel, Porzellan, Gläser, handgeknüpfte Teppiche, Ansichtskarten, Briefmarken, Gegenstände aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg und vieles mehr werden durch geschulte Sachverständige begutachtet, geschätzt und bei Ankauf bar bezahlt. Rufen Sie an Jarbacher Leoben, Schwammerturm, Bruck an der Mur am Hauptplatz und Lietzen. Jarbacher, denn niemand hat etwas zu verschenken. Eine Stadt hat viel vor. Bei einer Pressekonferenz wurde die neue Stadtvision Bruck 2030 vorgestellt. Man will mit dieser Vision erreichen, die Stadt nicht nur kosmetisch in strahlenden Glanz zu tauchen, sondern auch die Seele der Stadt bereichern, damit ein Wohlfühlen für die Bürger, aber auch deren Besucher noch stärker zu spüren sein wird. Man hat Sie als externe Person hier mit ins Boot geholt für dieses Stadtprojekt. Welche Aufgaben kommen da primär auf Sie zu?
Also als Außenstehender hat man den Vorteil, nicht verstrickt zu sein, und dadurch, ich sage jetzt einmal, ist man Äquidistanz zu allen handelnden Personen. Und das hat dann natürlich auch mit sich gebracht, dass man einen externen Moderator einen Vertrauensvorschuss von allen Seiten entgegenbringt. Und das macht das Arbeiten zehnmal einfacher, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann man, wenn man von außen kommt, bestimmte Dinge auch vorsätzlich naiv hinterfragen und sagen, warum, um damit vielleicht eingefahrene Denkstrukturen auch wieder aufzubrechen. Aber der Haupthintergrund war eigentlich der, ich war schon in einer Arbeitsgemeinschaft mit dabei, die den Masterplan Innenstadt ausgearbeitet hat, und dadurch war einfach schon ein Themenbezug gegeben. Herr Bürgermeister, Stadtbild neu, eine Vision, wo sehen Sie die Vorteile bzw. die Möglichkeiten? Ja, ich denke, es ist wichtig, dass sich die Stadt ein Leitbild gibt, um sich in eine positive Richtung weiterentwickeln zu können. Und wir haben in Bruck an der Mur schon in den 90er Jahren das erste Stadtleitbild erarbeitet, und jetzt ist es an der Zeit, wieder nach geraumer Zeit wieder dieses Stadtleitbild zu erneuern und Visionen für die Entwicklung der Stadt festzuschreiben. Wie werden jetzt die Schritte ausschauen? Es liegen jetzt zwei Dokumente vor. Das eine ist eben das Leitbild, das auf einer Grundsatzebene formuliert, wie will sich Bruck positionieren und welche Stärken will es generell aufbauen und wie soll die Geschichte über Bruck auch erzählt werden in den nächsten Jahren. Und zum Zweiten gibt es einen wirklich umfangreichen Katalog an Entwicklungszielen, die aus der Zivilgesellschaft heraus entwickelt worden sind und wo der überwiegende Teil der Ziele, um die es da geht, auch von der Zivilgesellschaft zumindest wesentlich mitgetragen werden müssen oder überhaupt selber umgesetzt werden. Und was aus meiner Sicht jetzt wichtig ist, wir haben in dem ganzen Leitbildprozess eine extrem hohe Partizipation gehabt, und es war wirklich ein sehr konstruktives Diskussionsklima, sowohl aus der Zivilgesellschaft als auch zwischen allen Fraktionen, das jetzt sozusagen in die Umsetzungsphase vorzutragen. Und die Absicht, die die Stadt Bruck hat, das nämlich sozusagen einmal jährlich wieder durch einen neuen Workshop am Laufen zu halten, ich glaube, das ist genauso der richtige Zeitrahmen, wo man auch wirklich was weiterbringt. Und wir haben auf der anderen Seite 50 Leute aus der Zivilgesellschaft, die sich alle freiwillig dazu bereit erklärt haben, ein oder mehrere dieser Themen auch voranzutreiben, auch den Politikern auf die Zechen zu steigen, selber etwas zu tun, bei den Beamten lästig zu sein, und damit erreicht man, glaube ich, etwas, was eine neue politische Kultur ist, und das tut einer Stadt wie Bruck sicher gut. Bruck bietet Zukunft. Wo sehen Sie jetzt die wichtigen Bereiche für eine erfolgreiche Zukunft? Die wichtigen Bereiche sehe ich für Bruck, also man sollte aus dieser Stadtvision, ich nehme Bezug auf die Stadtvision, die wichtigen Bereiche sind die Stärken, die was die Stadt bereits hat. Ja, dazu zählt für mich der Schlossberg, dazu zählt für mich der Hauptplatz und da bin ich Kümmerer sozusagen in der Stadtvision, der Schiffland. Wer kann oder wie kann man jetzt an so einem Projekt mitarbeiten? Ja, grundsätzlich gibt es jetzt diese Stadtvision auch mit einem begleitenden Papier, einem sogenannten Living Paper. In diesem Living Paper sind die vielen Ideen, die gesammelt wurden, aufgelistet, festgeschrieben, und einmal im Jahr werden wir die Bruckerinnen und Brucker einladen, dieses Papier entsprechend zu evaluieren, neue Ideen einzubringen, zu überlegen, was ist noch wichtig in der Zukunft umzusetzen, was hat sich schon erledigt und welche neue Ideen gibt es vielleicht dazu. Also das ist kein Papier, das jetzt einmal festgeschrieben wird und bis 2030 gilt, sondern wo es die Möglichkeit gibt, jedes Jahr das entsprechend zu überarbeiten und auch neue Ideen einfließen zu lassen. Man will dieses Projekt auch in Kürze der Öffentlichkeit vorstellen und aufrufen, mit Ideen und Tatkraft mitzuhelfen und damit für weitere Verbesserungen in der Stadt mit beizutragen. Der Tourismus, früher einmal Fremdenverkehr genannt, ist zu einem wichtigen Wirtschaftszweig geworden. Die Stadt Bruck an der Mur kann mit den Mitarbeitern in diesem Bereich voll zufrieden sein. Neue Ideen wecken neues Interesse. Ja, wir haben die Einkaufsgutscheine ja sehr intensiv beworben. Sie binden ja knapp 500.000 an Wirtschaftskraft für die Kornmesserstadt. Und wir haben im Vergleich zum Vorjahr, gerade das Weihnachtsgeschäft, ca. 10% plus. Also sind wir sehr zufrieden mit dem Verkauf der Gutscheine. Und wir merken aber auch, dass immer mehr Betriebe mitmachen, sich immer mehr Betriebe beteiligen. Und so sind die Einkaufsgutscheine für uns in der Zwischenzeit ein wichtiger Wirtschaftsfaktor geworden.
In wenigen Wochen werden der Tourismusverband und das Stadtmarketing eine neue Heimstätte finden. Der Tourismusverband Bruck an der Mur wird ein neues Büro oder hat ein neues Büro bekommen im Kornmesserhaus. Und wir sind hier jetzt gerade dabei, dass wir umziehen. Das Zweite ist, wir bereiten natürlich entsprechend Veranstaltungen vor. Wir bereiten vor jetzt schon den Businesslauf, der wird am 18. Mai 2017 starten. Das ist ja die größte Veranstaltung, die der Tourismusverband durchführt. Und wir arbeiten jetzt ganz intensiv mit dem neuen Standortmarketing zusammen, um halt für die Stadt entsprechend auch im Bereich Standortentwicklung realisieren zu können. Bruck wurde ja vor allem durch den Begriff Handelsstadt populär. Aber damit kommt man heute nicht mehr aus. Ich würde mal so sagen, wenn wir uns rein auf den Handel konzentrieren, werden wir ein Problem haben. Es gab erst vor kurzem österreichweit eine Untersuchung, die Innenstädte haben zwischen 5% und 10% Leerstand, Gesamtösterreich gesehen, im Bereich Handel. Aber dieses kombinierte Angebot Freizeit, Wohnen, Handel, Wirtschaft, Gewerbe, ich glaube, das ist schon sehr zukunftsweisend und das wird für die Stadt schon was bringen. Also der Begriff Handelsstadt ist nicht mehr sehr in. Ich würde mal so sagen, er hat sich geändert. Ich würde den Begriff Handelsstadt, wie er im herkömmlichen Sinn verwendet worden ist, nicht mehr verwenden. Aber der Handel hat natürlich für jede Innenstadt, nicht nur für Bruck an der Mur, sondern auch für die größeren Städte, eine ganz zentrale und wichtige Bedeutung. Denn ohne Handel, ohne Wirtschaft im Stadtzentrum ist die Stadt tot. Bunt ist auch das Programm für das Jahr 2017 mit Highlights und bereits erfolgreichen Veranstaltungen. In den vergangenen Jahren war es immer ein bisschen ein Problem, Skiveranstaltungen durchzuführen, weil das Wetter nicht gepasst hat. Es war zu wenig Schnee, es musste da und dort nachgeholfen werden. Heuer schaut es ja viel besser aus. Ja, es ist sehr erfreulich. Für mich selbst, privat natürlich auch als Skifahrer, als begeisterter Skifahrer. Aber wir haben auch heuer wieder, und das ist auch für die Familien vielleicht interessant, diese Familienskikartenaktion mit Turnau, mit der Schwabenberg Arena. Wir haben ja diese Tourismuskooperation Stadtlandberg mit Turnau. Und da wird es eben diese Familienskikarte wieder geben. 30 Euro wird die kosten für 3 Stunden. Und da können 2 Erwachsene und maximal 3 Kinder eben Skifahren. Und ich denke, das ist ein attraktives Angebot. Die Karten gibt es exklusiv hier nur im Brucker Tourismusbüro und die gilt, wie gesagt, die Aktion für die gesamte Wintersaison 2016-17. Und mit Stolz trägt man die Brucker Nadel, damit man von Weitem erkennt, das ist der Tourismus in Bruck an der Mur. Selbstverständlich, wir sind stolz auf die Stadt und wir sehen auch eine sehr erfolgreiche Zukunft für die Stadt. Bruck ist bestens vernetzt und auch aus allen Teilen Österreichs günstig erreichbar. Idealer Zeitpunkt nach der heftigen Frostperiode, die Sonnenstrahlen bei Frühlingstemperaturen zu genießen. Die Marktgemeinde Turnau hat sich im Laufe der Jahre zu einem Mekka Erholungssuchender entwickelt. Die größeren Vorhaben für das Jahr 2017 sind mannigfach. Turnau liegt, wie Sie schon richtig gesagt haben, in der geografischen Mitte des Bezirkes Bruckmetz-Zuschlag. Und nicht nur geografisch ist Turnau die Mitte, sondern Turnau ist auch meistens der Mittelpunkt für sehr, sehr viele Veranstaltungen, für Aktivitäten. Und 2017 wird ein sehr ereignisreiches Jahr. Wir haben etliche Bauprojekte bei uns heuer am Programm, ob es die Sanierung unserer Kirche in Seewiesen ist, ob es der Neubau unseres Feuerwehrrüsthauses ist, die Sanierung des Kindergartens, Infrastrukturprojekte, Projekte, die die Trinkwasserversorgung und die Trinkwasserkapazität in unserem Ort verbessern werden. Also vieles, vieles wird heuer bei uns in Turnau baulich gemacht und auch was Veranstaltungen betrifft, haben wir heuer einiges vor. Eine Bundesjahrangelobung wird es geben, der jagdliche Advent findet natürlich wieder statt und es wird auch einen Bereichsfeuerwehrtag bei uns in Turnau geben. Interessant ist das schon mit der Trinkwasserversorgung. Turnau liegt ja inmitten der diversen Wasserfälle und der Wasserzuführungen nach Wien. Warum ist das erst jetzt passiert? Es ist so, dass wir 2015 draufgekommen sind, das war ein sehr, sehr trockenes Jahr, Sommer genauso wie Winter, dass es zwar untypisch für eine wasserreiche Region wie die Hochschwabregion, in der Turnau liegt, aber dennoch hat es hier Engpässe gegeben, was die Trinkwasserversorgung für unsere Bevölkerung anlangte. Und daher haben wir gesagt, müssen wir dieses Projekt nun angehen. Ein Projekt, das bereits seit den 1960er Jahren bei uns diskutiert wird und nun endlich zur Umsetzung kommt. Es wird ein Hochbehälter im Maurergraben errichtet.
errichtet werden und eine zusätzliche Kammer im Hochbehälter in Göhrich, sodass wir die Trinkwasserkapazität dann in Turnau mehr als verdoppeln werden. Dass eine Marktgemeinde auch einen griffigen Schwerpunkt aufzuweisen hat, ist bekannt und erfreulich. Die Kultur spielt ihre Rolle in diesem Ort. Überhaupt der Mittelpunkt, wie das im heurigen Jahr ist, ist der Karl Marais. Und wer Karl Marais sagt, der denkt sofort an das Nudel. Und diesem Karl Marais ist heuer eine sagen wir, große Ausstellung gewidmet. Und zwar mit dem Thema Verwalter, Dichter, Menschenfreund. Wobei besonders das Letzte eigentlich für mich besonders interessant ist. Er war ein sehr, sehr geistreicher, humorvoller und intelligenter Mensch. Der Tourismus zählt heute zu den wichtigen und erfolgreichsten Wirtschaftsfaktoren. Die gemeinsame Lebensader zu vervollständigen, zu bewerkstelligen, zu erneuern, zu verschönern. Tourismus alleine kann nicht mit einer funktionierenden Infrastruktur leben und auch nicht überleben. Das ist unser gemeinsames Ziel, das Wohl für den Gast sowie auch für den heimischen Bewohner, der auch mit großer Freude auch jugendliche Ergänzungen findet. Wir haben viele junge Familien, die sich wieder ansiedeln, die bauen. Und das ist unser gemeinsames Vorhaben, Turnau einfach lebens- und liebenswert zu gestalten. Das sakrale Umfeld in der Region um Turnau spielt schon seit langem eine große Rolle für die Glaubensgemeinschaft. In Zukunft wird intensiv an den baulichen Verbesserungen gearbeitet. Ja, das hat sich grundsätzlich ergeben aus der Tatsache, dass unser Bürgermeister vor der Wahl schon versucht hat, diese Kirche St. Leonhard in Seewiesen, die eine Filialkirche der Pfarre Turnau ist, wieder zu sanieren. Der weltberühmte Wallfahrtsort Mariazell ist sozusagen die Krone dieser Region. Genau, die wollen wir auch wieder zusätzlich noch aufleben lassen. Die Kirche St. Leonhard in Seewiesen wird ja aufgrund ihrer wundervollen Lage und aufgrund dieser wunderschönen baulichen Anlage auch das steirische Heiligenblut genannt. Und in diesem Sinne wollen wir das wieder aufwerten und wieder nach der Generalsanierung so in dem Glanz erstrahlen lassen, wie es hier eben zukommt. Bald ist die Zeit wieder da, in der tausende Menschen diese weltberühmte Pilgerstätte besuchen werden. Keineswegs museal sind die diversen Präsentationen im Brucker Stadtmuseum. Vielfältig sind die Themen. Sie reichen von geschichtlichem bis hin zur zeitgenössischen Kunst. Die Themen werden schon besprochen in einem größeren, in einem Kreis von Interessierten. Zum Beispiel, wir treffen uns regelmäßig mit der KIKO-Gruppe. Da besprechen wir natürlich das KIKO-Programm. Und es gibt sich natürlich auch aus den Themen der Stadt, womit wir uns gerade als Stadt beschäftigen. Und es ist natürlich für uns auch ein großes Thema Demokratie und demokratische Strukturen. Immer wieder gelingt es auch, hochinteressante Exponate im Brucker Stadtmuseum zu präsentieren. Es ist tatsächlich so, dass wir im Stadtmuseum einige ganz besonders wertvolle Objekte haben, die wir jetzt in diesem Frühling präsentieren wollen. Wir bereiten da gerade eine Ausstellung vor mit diesen besonderen Neuzugängen. Dazu gehört zum Beispiel ein Seidenfragment aus dem 14. Jahrhundert, das wir aus der Montfortgruft haben. Es gehört aber zum Beispiel auch ein bronzezeitlicher Depotfund aus Zlatten, aus dem Stadtwald in Zlatten dazu. Das ist ein bronzezeitlicher Fund von Altmetall, von Sicheln, Gusskuchen,
der durch Zufall aufgetaucht ist und der ans Stadtmuseum gekommen ist. Er ist konserviert, restauriert und er wird jetzt erstmals präsentiert bei uns im Stadtmuseum. Wir haben natürlich auch weitere sehr wertvolle Objekte, wie zum Beispiel das Stadtbrandbild von Johann Georg Eisenschmied, das die letzte Ansicht der Renaissance-Stadt Bruck an der Mur ist. Großes Interesse finden auch immer die zeitgeschichtlichen Ausstellungen, die von Jung und Alt gerne besucht werden. Es bezieht sich das Interesse der Jugendlichen dann immer auf die jeweiligen Ausstellungen, die natürlich Zeitgeschichte betreffen. Wir haben jetzt Zeitgeschichte-Ausstellungen gehabt, betreffend das 20. Jahrhundert. Und da sind natürlich viele Schulprojekte auch gemacht worden mit Oberstufenschülern hauptsächlich. Aber es kommen natürlich auch Volksschulen, wo wir demokratische Strukturen zum Beispiel besprechen. Und Zeitzeugen, das war ja auch ein generelles Thema in der vorigen Saison. Die jungen Leute, interessiert sie der Ablauf der zeitlichen Geschichte? Ja, sehr. Also vor allem Zeitzeugengespräche sind für junge Leute sehr interessant. Sie schätzen das sehr. Es ist natürlich immer schwieriger, Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zu finden zu den Themen 1934, aber auch 1938. Aber wir konzentrieren uns natürlich jetzt auch auf die Nachkriegszeit, auf den Wiederaufbau. Und da gibt es schon Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die sehr gerne erzählen und die auch sehr spannende und interessante Geschehnisse berichten können, was die Jugendlichen sehr, sehr interessiert. Heiße Debatten entstehen immer wieder dann, wenn die Sprache auf den heiligen Nepomuk kommt. Naja, er ist von den Bruckern schon geliebt. Sie hätten ihn natürlich lieber auf der Murstiege, aber wir wollen ihn ja auch erhalten für die nächsten Generationen. Und deswegen ist er schon sicherer hier untergebracht bei uns im Stadtmuseum. Weit fortgeschritten in der Planung ist die vor allem mit Spannung erwartete Ausstellung über die Reformation. In Planung ist eine große Ausstellung, die am 9. März eröffnet wird zum Thema 500 Jahre Reformation. Wir stellen da Luthers Erben vor, also Evangelische aus dem Umfeld Bruck an der Mur, Mürztal. Vielversprechend ist das Jahresprogramm im Brucker Stadtmuseum. Wir bereiten eine große Ausstellung, eine Jahresausstellung wieder vor zum Thema Wirtschaft in Bruck. Am 3. Februar bei uns um 18.30 Uhr im Stadtmuseum eine Buchpräsentation vom Kabarettarchiv Graz mit Leo Lukas und Simon Pichler und Andrea Schramek. Der Trend geht eindeutig in den Interessensbereich für die bildende Kunst. War das ein Derby-Knüller in der Heilart zwischen Union Juri Leoben und dem HC Bruck? Abstiegskampf pur im Auftakt zum unteren Playoff wurde da am vergangenen Freitag geboten. Das Match nichts für schwache Nerven. Bruck geht in der Tabelle als Letzter mit 3 Punkten ins Spiel. Leoben hat 4 Zähler am Konto. Das Match gut besucht, die Halle zum Bersten voll. Die in Rot spielenden Leobler erwischen einen guten Start. Sebastian Spendia netzt gleich ein zum 1:0. Martin Breg sorgt postwendend zum Ausgleich für die Brucker. Es entwickelt sich ein Spiel auf Augenhöhe. Leoben holt einmal eine 4:2 Führung raus. Jovanovic verkürzt auf 3:4 aus Brucker Sicht. Leoben zieht davon, stellt auf 5:3. Bruck lässt sich nicht abschütteln. Nach Führung der Leobner kommt die Wunjak-Truppe immer wieder ran. Nach 7-Meter-Duell tot gegen Marinovic geht Bruck mit 8:7 in Führung. Ganz knapp vor der Pause ist Bruck mit 11:10 vorne. Sebastian Spendia gelingt in den Pausenpfiff hinein der Ausgleich für Leoben zum 11:11. Das ist auch der Pausenstand. Was für ein Match. Der Herr Sportlandesrat Anton Lang ist ja nicht nur Fußballfan, auch ein Handballfan und ein richtiger allgemeiner Sportfan. Was sagst du zu dieser ersten Halbzeit heute
bei dem 11.11. Halbzeitstand. Ein tolles, rassiges Derby. Das Spiel steht auf das Messerschneide, wiegt hin mit Vorteilen, Nachteilen für beide Mannschaften. Aber ich glaube, es ist eine Werbung für den Handballsport in der Obersteiermark. Und natürlich sehr viele Zuseher da in der Leobner Sporthalle. Die Halle ist voll, das ist ein gutes Zeichen. Nicht? Das ist leider so, dass unsere beiden Mannschaften hinten sind in der Tabelle. Aber ich glaube, nach diesem Durchgang wird es sicher wieder möglich sein, dass die beiden obersteirischen Vereine nicht das Schlusslicht bilden. Wer wird das bessere Ende haben? Naja, als Leobner, so sage ich heute schon, dass ich Leoben leicht favorisiere und so hoffe ich auch, dass Leoben gewinnt. So ausgeglichen man in die Kabinen ging, so unterschiedlich präsentierten sich die Mannschaften in der zweiten Spielhälfte. Bruck hat nach dem Wechsel gut ins Match gefunden, erzielt Treffer und Treffer. Nach 33 gespielten Minuten Bruck mit 15:12 vorne, Bruck weiterhin gut drauf. Die Brucker 15 Minuten vor Schluss 19:15 vorne. War es das für Bruck oder doch nicht? Leoben hat Moral vom Publikum angetrieben, geht's zur Aufholjagd. Leoben ist wieder da, 19:19 steht's. Kuhn und Wulz bringen Leoben bis zur 55. Minute 21:19 in Front. Die Partie für Leoben gelaufen? Leoben hat nun die Chancen ausgelassen, um die Führung auszubauen. 7 Sekunden vor Schluss schaut's für Leoben gut aus. 22:21 vorne. Rok Sivic erzielt das Ausgleichstor zum 22:22 für Bruck, macht das Unwahrscheinliche wahr. Und das ist auch der Endstand. Mit dem Unentschieden haben beide Mannschaften keine große Freude. Für beide wäre mehr möglich gewesen. Aber da war einiges drinnen im Spiel. Kampfgeist, schöne Tore, gutes Tempo und super Torhüterleistungen. Die stimmen zum Spiel. Ja, war das heute ein spannendes Handball-Derby da in Leoben gegen Bruck und der Endstand 22:22. Aber ich glaube, beide Mannschaften hätten gewinnen können. Ja, genau. Also wir haben sehr auf Augenhöhe gespielt. Natürlich, wir müssen den Vorsprung in Mitte, zweiter Halbzeit, plus 5, müssen wir einfach gewinnen. Müssen wir einfach über die Runden bringen. Am Schluss, ja, wir mussten jetzt zwei Bälle einfach machen. Dann gewinnen wir die Partie, aber ich glaube einfach, wir hätten verlieren auch können und müssen mit dem Punkt zufrieden sein. Und natürlich wieder ein tolles Brucker Publikum da in Leoben gewesen. Genau, also wir sind sehr froh, dass wir die haben. Und wir können uns nur mit Leistung bedanken und ich glaube, das haben wir heute einigermaßen hinbracht. Punkt ist Punkt, besser wie nichts und riesen Dank an die Fans, was mitgekommen sind. Ja, der Luca im Leobner Tor hat eine starke Partie gespielt, aber am Ende hat er auch nichts machen können. Es war nur ein Punkt drinnen heute in der Partie, ein 22:22. Ja, das ist bitter für uns. Also wir haben 45 Minuten, also das ist Derby und wir wussten, dass Brucker werden hart kämpfen. Das haben bewiesen, besonders am Anfang zweiter Halbzeit, wo wir sind. 3-4 Tore hinten gelegen. Da haben wir sehr gut in Abwehr gestanden, sehr gut zurückgekämpft. Aber das hat leider nicht gereicht, weil wir haben zum Schluss wieder unnötige technische Fehler gemacht. Kopf, muss ich sagen, Kopf verloren. Wo sollten wir einfach Spiel auf unsere Seite bringen? Aber das war heute ein Spiel fürs Publikum und kein Spiel für schwache Nerven. Ja, das ist Derby. Also ich war 3 Jahre in Bruck und ich weiß, was bedeutet ein Derby für Bruck, ein für Leoben. Ich bin auch in Leoben, das ist mein 4. Jahr. Das ist meiner Team und Freunde zum Spielen. Ja, aber für Zuschauer war richtig spannend, ich denke, und gut. Aber wir müssen uns viel steigern, weil wenn wir so weiterspielen, dann wird es ganz schwer. Wir Österreicher haben ein besonderes Talent. Wir bringen Dinge zusammen. Anstrengung und Entspannung. Arbeit und Genuss. Aber den Geschmack der Heimat in einem einzigen Schluck zu vereinen, das muss erst einmal einer zusammenbringen. Gut, besser, Gösser. Österreichs bestes Bier. Willst du immer gut ankommen? Mit einem Ford? Er hat alles, was du brauchst. Neu bei Ford. S-Max und Galaxy jetzt auch mit Allradantrieb. Ford ist der Einzige, der Allrad und Automatik anbietet. Eine unverbindliche Probefahrt wird dich überzeugen.
Es gibt außerdem jede Menge Neuigkeiten, auch bei Ford Nutzfahrzeugen. Wenn du ein Auto suchst, du findest es bei Huber Kapfenberg. Gefällt's mir? Ja, da gefällt's mir auch. Grüß dich, darf ich dir für ein Bier lohnen? Nein, aber darf ich dir für ein Kracherl lohnen? Das Gösser Bierkracherl für Erwachsene. Absichtlich alkoholfrei. Prost! Prost! So früher, jetzt das nicht kennen. Gut, besser. Gösser Kracherl. Anruf genügt und Sie kommen, wann immer Sie gebraucht werden. 24 Stunden, 365 Tage. Juri, das Dienstleistungsunternehmen mit Standort oben Nickelsdorf. Juri ist Ihr zuverlässlicher Partner, wenn Reinigung, Kanalverstopfungen, Absaugungen, Grubendienst und vieles mehr, ob privat oder Industrie, benötigt werden. Juri Nickelsdorf hat die richtigen Fahrzeuge für jeden Einsatz. Es ist ein Kia, von dem Sie schon immer geträumt haben. Der neue Kia Sportage, jetzt bei uns im Autohaus Huber in Nickelsdorf. Natürlich mit der 7 Jahre Kia-Garantie. Er hat jede Menge Ausstattungsmöglichkeiten. Aber das Fahrzeug kann noch wesentlich mehr. Spurhalteassistent, Notbremsassistent, selbstständiges Einparken, parallel rückwärts einparken, Querverkehrassistent und viele, viele weitere Highlights sind in dem Auto versteckt. Eine unverbindliche Probefahrt bei Huber Nickersdorf wird Sie überzeugen. Dann werden Sie vom neuen Kia Sportage nicht nur träumen, sondern Sie werden ihn fahren. Bruckmoor stand am vergangenen Sonntag ganz im Zeichen des Judosports. Der Judo-Club Bruck hat ja da in der Brucker Hans-Bahmer Sporthalle ein großes Nachwuchsturnier. Ja, wir haben heuer das 16. Brucker Judo-Nachwuchsturnier. Ist von U10 bis U18. Die Sportler kommen aus dem Großteil aus der Steiermark, aber auch aus angrenzenden Bundesländern, von Wien, Niederösterreich, Burgenland, Kärnten bis Salzburg. Und auch aus dem angrenzenden Ausland, aus Ungarn und aus der Slowakei, haben wir auch Sportler. Gemeldet sind rund 350. Schauen wir, ob alle kommen. Aufgeteilt ist es auf den Vormittag, sind die kleineren, U10 und U12. Und ab Mittag beginnen dann kommen die größeren, also bis 14, bis 16 und bis 18 Jahre. Ja, das ist ein tolles Turnier und Judo wird ja eigentlich immer wichtiger zur Selbstverteidigung. Ja, also wir haben viele Neuzugänge immer, viele Kinder, die einfach das ihre Aktivitäten auch so ausleben wollen auf der Matte. Und weiteres kommen Jugendliche, die einmal Selbstverteidigung solche Sachen lernen wollen. Ja. Wir möchten den MEMA-TV-Sehern die Judo-Regeln ein bisschen näher bringen. Ja. Na, es ist folgendes, es gibt einmal einen weißen und einen blauen Kämpfer normalerweise, sollen die weiß und blau gekennzeichnet sein. Der erste Aufgerufene steht auf der weißen Seite. Dann gibt es das Kommando Hashime, da wird der Kampf begonnen. Dann kann man den Kampf gewinnen durch Wurftechnik. Wenn der Gegner voll auf den Rücken fällt, hat der andere den Kampf gewonnen. Es gibt dann noch die nächste Technik, das ist Wasari, das ist entweder auf der Seite oder gegen den Rücken gedreht, ist Wasari. Wasari kann er 3, 4, 5 bis 10 Mal unendlich werfen, hat er den Kampf aber nicht gewonnen. Das nächste Möglichkeit, den Kampf zu gewinnen, ist am Bodenkampf, wenn der Gegner festgehalten wird, 20 Sekunden. Also 20 Sekunden muss er seinen Partner kontrollieren. Er darf nicht umschlungen sein mit den Beinen, also er muss den Gegner kontrollieren. Ist auch Ippon, ist der Kampf auch gewonnen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, den Gegner mit einem Würger zu besiegen, wenn der Gegner aufgibt, wenn er mit dem Kimono gewürgt wird. Oder eine Hebeltechnik, wo der Kämpfer auch aufgibt, das ist mit dreimal abklopfen, dann hat er auch den Kampf verloren. Oder, was ganz wichtig ist auch, es gibt auch eine Bestrafung. Man kann den Kampf auch durch Bestrafung verlieren. Wenn dreimal hintereinander ein Shido ausgesprochen wird, das ist entweder Inaktivität oder Passivität oder zu Boden zehren. Wenn er das zu dritte Mal ausgesprochen bekommt, ist das Hansokumake. Hat er den
auch den Kampf verloren. Ein großes Nachwuchstalent österreichweit ist Niklas Schalk aus Pölz. Der Niklas hat schon einiges aufzuweisen. Ja, der Niklas Schalk aus Pölz bei Judenburg hat im Judo schon einiges aufzuweisen. Du bist heute wieder gut unterwegs, hast aber bis jetzt schon sehr viel gewonnen. Was waren deine größten Erfolge? In Posten, in Mostar, da bin ich Erster geworden. Ja, und in Deutschland, in Bremen warst du auch? Ja, da bin ich auch Erster geworden. Und Steiermark weit bist sowieso ganz stark, ganz vorne dabei? Ja, ich war schon dreimal steirischer Meister. Das ist natürlich super. Wie lange machst du Judo schon? Seit ich 3 Jahre alt bin. Und wie oft trainierst du in der Woche? 3 bis 4 Mal. Und was sind deine großen Ziele? Willst du einmal ein ganz großer Judoka werden? Ja, ich möchte jetzt einmal gern bei Olympiameisterschaften mitkämpfen. Tolle Kämpfe wurden da geboten in der Brugger Sporthalle. Auch die Mädels haben am Judo große Freude. Was gefällt dir da am Judo? Dass man viele Pokale gewinnt. Und hast du schon viel daheim? Ja. Und willst du einmal eine Judokerin werden, eine große? Ja. Super, von wo kommst denn du her? Von Dernberg. Dernberg, Oberösterreich? Oberösterreich. Was muss denn so ein junger Akteur mitbringen, wenn er mit Judo anfangen will? Ja, koordinative Fähigkeiten, Balance, Purzelbäume schlagen, einfach ein bisschen sportlich sollten sie schon beweglich sein, weil sonst, man fängt einfach bei Null an. Man fängt auch mit Purzelbaum, mit Rollen an und dann wird es gesteigert in verschiedenen Techniken. Nehmen wir Bruck her, wie schaut es da aus, wie kann man da zum Verein finden? Also wir trainieren zweimal die Woche in der Sporthalle nebenan, in der Neuen Mittelschule Sporthalle in der Schillerstraße am Montag und Mittwoch. Und man kann jederzeit, also 18 bis 21 Uhr, 21 Uhr, ja. Und man kann jederzeit vorbeikommen, kommt zuerst einmal mit einem Trainingsanzug und dann kann man sich auch ein Judo-Gewand bestellen, besorgen. Und dann macht man eben entweder in der Jugendgruppe mit, die ist eben von 19.30 Uhr bis 21 Uhr, oder eben bei den Kindern ab 6 Jahren, ab 5 Jahren, je nachdem, wie die Kinder schon entwickelt sind, und machen bei den Kleinen mit. Diese Sportart ist mehr als den Gegner auf den Rücken zu werfen. Neben den richtigen Fallen und Abrollen benötigt man auch Disziplin, Kondition und gegenseitiges Helfen lernen. Judoka, Verantwortung für den Partner zu übernehmen, gegen den sie kämpfen. Judo, keine leichte, aber eine tolle Sportart. Und das Turnier in Brugg war vom Feinsten. Eine wahre Freude zu sehen, wie Eltern und Kinder zur Eröffnung des Gemeinde- und Heilpädagogischen Kindergartens kommen. Denn am Samstag, 8.30 Uhr, gab es bereits die Möglichkeit, den Kindergarten in Krieglach zu besichtigen. Große Aufregung also bei den Kleinen. Können Sie sich doch freuen, in Zukunft in einem schönen und sehr geräumigen, mit einem Wort Kinderparadies, täglich einige Stunden spielen zu kommen. Und wenn man so beobachtet, spürt man förmlich, wie sich Eltern und Kinder gemeinsam wohlfühlen und man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, die Großen möchten auch wieder mal in den Kindergarten gehen. Die offizielle Eröffnung, zu der auch viele prominente Gäste aus Politik und Wirtschaft gekommen sind, leitet die Bläsergruppe der Musikföstalpine Rosekaheimat Krieglach ein. Als Schulausschussobmann erfüllt es mich mit Freude, dass es uns mit dem Kindergartenneubau gelungen ist, den Zeitabschnitt des Untermieters aufgeteilt auf verschiedene Standorte im Gemeindegebiet beenden zu können. Abschließend wünsche ich auf diesem Weg allen Kindern und deren Betreuern dieses neuen errichteten Kindergartens alles Gute und hoffe, dass wir seitens der Gemeinde einen wichtigen Beitrag geleistet haben, damit die Kinder
hier sehr positive Eindrücke sammeln können und später einmal immer wieder gerne auf ihre aktive Kindergartenzeit zurückblicken können. Heute wird Musik gemacht, wird gesungen und gelacht. Stimmt die Instrumente fein, jeder soll willkommen sein. La, 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 la. Sehr musikalisch und mit viel Begeisterung singt der Kindergartenchor das Lied »Wir machen Musik«. Ingenieur Schafzahl als Bauplaner bringt einen kurzen Bericht. Das Hallenbad wurde im Zuge des Hauptschulbaues errichtet und war dann circa 20 Jahre lang für die Bevölkerung und für die Schulen als Hallenbad zugänglich. Daraufhin stand das Hallenbad circa 8 bis 10 Jahre leer. In dieser Zeit entschloss sich die Gemeinde, einen Kindergarten zu errichten. Der Herr Bürgermeister hatte dann die Idee, das bestehende Hallenbad als Kindergarten umzufunktionieren. Die Raiffeisenbank Mittleres Mürztal überreicht als Gratulant zum gelungenen Kindergarten einen Scheck. Grund zum Tanzen haben sie hoffentlich immer, hier für die Eröffnung der Katzentatzentanz. Pfarrer Höller und Magister Ulrike Rabe nahmen die Einweihung vor. Gefällt Ihnen der Kindergarten? Ja, sehr gut. Da gibt es überhaupt nichts. Kann man nur sagen, einmalig, ne? Der Sohn geht auch in den Kindergarten, in Heilpädagogischen. Und ich bin sehr zufrieden damit. Ich habe ihn vorherigen kennt. Also das ist ein großer Unterschied von der Möglichkeit, was die Kinder haben. Es ist wirklich eine gute Einrichtung, was sie gemacht haben. Wie ist die Kindergartenleiterin Frau Königshofer zufrieden? Er ist sehr großräumig. Wir haben 71 Kinder unter einem Dach auf einer Ebene. Wir haben ausreichend Platz. Es gibt keine Staus, es gibt keine Platzprobleme. Es ist einfach wunderbar freundlich und sehr praktisch zu arbeiten. Im Gemeindekindergarten ist auch der heilpädagogische Kindergarten untergebracht. Wir haben eine Integrationsgruppe, in der sich derzeit 7 behinderte Kinder mit 11 gesunden Kindern befinden. Diese Kinder werden betreut von einer Sonderkindergärtnerin, einer Kindergärtnerin und einer Helferin. Und zusätzlich haben wir noch eine Betreuung, jeweils einmal in der Woche, von einer Psychologin, einer Physiotherapeutin und einer Sprachheillehrerin, die allen Kindern dieser Gruppe zur Verfügung stehen. Die Krieglacherinnen und Krieglacher waren an diesem Tag besonders gefordert, soll doch auch die Volksschule offiziell der Bestimmung übergeben werden. Auch hier im neuen Turnsaal versammelten sich alle, die dabei sein wollten, unter ihnen auch zahlreiche Ehrengäste. Auch Altlandeshauptmann Dr. Josef Greiner kam zu diesem Anlass. Wir befinden uns hier im neuen sanierten Turnsaal der Volksschule. Vor gar nicht so langer Zeit, es war der Februar 95, feierten wir hier in diesem Raum die offizielle Übergabe der Musikschule, der Sonderschule, der Bücherei und des Fremdenverkehrsbüro. Und es hat sich hier in besonderer Weise gezeigt, wie sinnvoll eine vorausschauende, ganzheitliche Planung ist. Ich fühle große Freude, dass es hier in Krieglach gelingt, einen Weg zu gehen,
der der Jugend zugewandt ist. Und ich bedanke mich auch angesichts des Umstandes, dass unser sehr verehrter Herr Landeshauptmann außer Dienst Dr. Josef Greiner hier anwesend ist. Als besondere Überraschung gab es im Rahmen dieser Feierstunde die Verleihung der Ehrenbürgerschaft an Landeshauptmann außer Dienst Dr. Josef Greiner. Und es ist schön, dass wir viele, viele gute Lehrer haben und sicher bei euch auch und möchte mich für eure Arbeit hier sehr, sehr herzlich bedanken, wie auch bei den Damen des Kindergartens. Dort fängt es ja eigentlich an und es ist heute mehrfach gesagt worden, das, was wir in die Kinder investieren, investieren wir in unsere eigene Zukunft. Und bei allem Sporn, das in den nächsten Jahren und im Moment möglich ist, muss es aber notwendig sein, vor allem für die Kinder und für unsere Jugend und damit für unsere Zukunft, das sicherzustellen, was dort notwendig ist. Den Buben und Mädchen im Volksschulchor machte das Lied Die Mattscheibenmilli besonderen Spaß. In einer so schönen Schule möchten auch die Erwachsenen wieder die Schulbank drücken. Und als Dankeschön fürs Kommen gab's Brot und Wein für die Erwachsenen, alkoholfrei für die Kinder. Und wir wünschen, dass es in der Schule immer lustig zugeht. Motorsport im Mürztal schon etwas selten geworden, umso mehr die Freude bei den PS-Fanatikern, wieder mal das Aufheulen mehrerer hundert PS zu hören, interessante Details zu beobachten und hektisches Reparieren vor dem Start zu erleben. Führender in der Staatsmeisterschaft der Klasse Parki bis 1600 Kubikzentimeter nach dem Training. Ja, es ist schon ab und zu besser geworden, als wir heute. Die Löcher sind einfach extrem da jetzt, aber so im Großen und Ganzen. Du bist ja Führender in der Staatsmeisterschaft und was erwartest du dir heute? Für heute verspreche ich mir nicht viel. Gar nicht viel. Gibt es technische Probleme? Ja, technische Probleme gehabt, aber nur Strecken ist sehr schwierig zum Überholen heute. Das geht heute glaube ich nicht. Aber werden wir sehen. Fürchtest du dich vom Hochhecker? Nein. Ich kenne ihn gut. Warum soll ich mich fürchten davor? Er ist ein starker Konkurrent. Das hilft nichts, aber bessere gewinnt. Und wie bereitet sich Lokalmatador Hannes Hochhecker zurzeit Zweiter in der Staatsmeisterschaft auf den heutigen Start vor? Hannes Hochhecker, du bist gerade beim Mittagsschlaferl. Ja, das brauche ich in meinem Alter. Als Großvater bei der Veranstaltung muss ich das natürlich schon ausnutzen, wenn man eine Stunde nichts zu tun hat. Wen fürchtest du heute am meisten? Überhaupt nicht. Vielleicht meine körperliche Schwäche. Ich habe keine Gegner. Außer mich selber. Lancia-Pilot und Führender in der Klasse Parki über 1600 Kubikzentimeter zur Rennstrecke. Das ist ziemlich ein brutaler Kurs. Es wird ein bisschen Materialschlucht werden heute. Inwiefern? Ja, Getriebe, Achsbruch, so Sachen. Das ist zum Befürchten. Tourenwagenbester auf seinem Porsche 911, Sigi Pfeiffer. Wer macht dir heute Kopfzerbrechen? Auf alle Fälle die Vorderradler, die was Vorderradantrieb haben, weil es ist doch ein enger Kurs. Was bewirkt ein enger Kurs? Naja, dadurch mein Auto ein Heckantrieb hat, muss ich alles mit Gas fahren und der Vorderradler zieht es rein natürlich.
Früh übt sich, wer ein Meister werden will. Dieses Sprichwort trifft auf Thomas Markus sicher zu. Mit 16 schon dabei. Wie hat's begonnen? Durch meinen Vater. Haben wir mal so einen Barry gesehen und den haben wir halt gekauft. Ne? Und dann haben wir ihn halt hergerichtet und sind halt ein paar Runden gefahren. Und ist nicht schlecht gegangen. Und dann halt, jetzt fahre ich jetzt das vierte Jahr so. Und jetzt haben wir das, vor 2 Jahren haben wir das Auto gekauft. Hergerichtet und geht nicht schlecht. Ne? 13.30 Uhr, Start zum Vorlauf der Tourenwagenklasse bis 1600 Kubikzentimeter. Mit der Startnummer 5 Wollert Klaus auf Golf und mit der Startnummer 1 Holzer Gerald auf Fiat sind die Dominierenden. Dann geht es Schlag auf Schlag. Alle 4 Klassen müssen je einen Vorlauf und einen Semifinallauf absolvieren, bevor sie zum Staatsmeisterschaftslauf Aufstellung nehmen können. Circa 800 Meter Rundkurs über Stock und Stein, gepflastert mit vielen Löchern. In der Nähe des Sportplatzes Mitterdorf ist der Schauplatz des vorletzten Autocross-Staatsmeisterschaftslaufes. In der Tourenwagenklasse über 1600 Kubikzentimeter hatte Sigi Pfeiffer mit der Startnummer 52 keinen so richtigen Gegner. Waren seine Befürchtungen wohl umsonst, mit dem Hinterradantrieb dem Frontantrieb unterlegen zu sein. In der Klasse Baki über 1600 Kubikzentimeter dominiert mit der Startnummer 173 Peter Hoffmann, wie erwartet, in den Vorläufen eindeutig. Das sind Augenblicke, die muss man einfach festhalten. Die Zuschauer kommen ganz sicher auf ihre Rechnung. Gigantisch versetzt man sich doch in die Lage, da selbst drinnen zu sitzen und so richtig durchschütteln zu lassen. Und wer auf der Strecke mit technischem Gebrechen liegen bleibt, kann nur eins: davonlaufen. Start zum Staatsmeisterschaftslauf Bakis bis 1600 Kubikzentimeter mit Startnummer 101 Hannes Hochegger. Vom Start weg in Führung, kein Problem. So kommt es, wie es kommen muss. Er gewinnt diesen Lauf. Gut schildern. Ja, ich kann sagen dazu, ich habe das Beste gemacht draus. Man hat dem Publikum zeigen können, was Autocross heißt. Die Bahnverhältnisse sind einfach von selber so geworden. Leider haben wir keine Möglichkeit gehabt, dass wir ein bisschen schneller gefahren waren. Aber so sind wir halt zufrieden. Heute 3 Live gewonnen, einen guten, naja, sagen wir, Vorsprung auf dem dritten rausgefahren und ein bisschen zum Sieger zu. Vielleicht geht es sich noch aus heuer. Letzter Lauf, Bakis über 1600 Kubikzentimeter, Startnummer 173. Auf ihn wird man ganz besonders aufpassen müssen. Peter Hoffmann, vom Start weg in Führung. Er lässt sich einfach auf keinen Kuhhandel ein und fährt allen auf und davon. Schließlich siegt er auch in dieser Klasse. Übrigens nachzutagen, die Tourenwagenklasse bis 1600 Kubikzentimeter gewann Gerald Holzer auf Fiat und in der Tourenwagenklasse über 1600 Kubikzentimeter Sigi Pfeiffer auf Porsche. Und hier der Zieleinlauf, souverän, Peter Hoffmann auf Lancia Turbo. Ja, was sehen die Jungs da? Aha, Requisiten werden eingesammelt.